Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Der Löwe Box von Manuelsen. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Manuelsen, Der Löwe, das letzte Album war ja Gangland, kam im September 2016. Und jetzt Der Löwe im August 2017 soll mehr oder weniger daran anknüpfen, beziehungsweise die Trilogie aus Kill 'Em All, Gangland und Der Löwe abschließen. Okay, wir schauen uns mal die Box an. Davor befreien wir die mal aus dem Plastik. So, so sieht das Ganze aus. Also, wir haben hier oben König im Schatten präsentiert. Dann haben wir hier einen Löwen mit roten Augen in so einem Ornament, in so einem Zierrahmen. Manuelsen, Der Löwe lesen wir hier. Und das Heftige an der Box ist, dass hier diese Verzierungen so beschichtet sind und so mit Glanz beschichtet sind. Bedeutet, ihr seht das, dass hier hinten ist alles matt, aber hier diese Zierleisten, diese Ornamente, die glänzen alle extrem heftig. Hier unten genauso. Hier lesen wir nochmal Der Löwe und auch hier wieder die Zierrahmen. Oben blank, hinten nochmal, also auf der linken Seite Manuels und Der Löwe. Und auf der Rückseite lesen wir, was sich in der Box befindet. Zwei CDs, eine Bonus-EP, ein T-Shirt, ein Bandana, ein Poster und ein Sticker oder vielleicht auch mehrere Sticker. Schauen wir gleich mal. Und hier noch die Credits und ein Barcode. Es handelt sich hierbei um eine Clubbox. So, und wir haben hier einmal die Bonus-EP, das Album an sich, das T-Shirt und die Sticker inklusive Poster. Okay, also bis auf die Bonus-EP wirklich alles einzeln in Plastik verpackt. Wir werden mal ganz kurz das ganze Plastik auf einmal wegmachen, damit wir nicht immer kurz unterbrechen müssen. Also, einmal das T-Shirt. Das finde ich besonders spannend, dass man hier Poster und Sticker, habe ich so noch nie gesehen, in einen Plastikbeutel gepackt hat. Und das Album eingeschweißt, ebenfalls in Plastik. Will nicht so recht. Aber jetzt. So, wie immer, fangen wir an mit dem Album. Der Löwe, so sieht das Ganze aus. Also, wir haben hier vorne Manuelsen, auch hier nochmal zwei Köpfe von ihm und hier links und rechts jeweils einen Löwenkopf, der mehr oder weniger aus seinem Kopf hinauswächst. Auf der Rückseite haben wir die Tracklist, relativ schwierig zu lesen, da das so von den Farbtönen nicht wirklich einen Kontrast hat. Wir haben hier 18 Tracks und Instrumentals. Meine Favoriten auf dem Album sind Farbenblindes, Straßenkind und Lüge. Wir haben Features von Bato, Kes, Xenia Fatal, Capo, Prinz P, Animus, Motrip und nochmal Kes. Und hier nochmal die Credits. So, dann werden wir mal, wie immer, einen Blick ins Booklet werfen, das relativ dünn zu sein scheint. Also wenn ich es richtig sehe oder fühle, das sind nur zwei Seiten, das Booklet. Jawohl. Wir haben hier die Tracks, hier kann man es ein bisschen besser lesen. Also, die Tracks inklusive der Infos, wer daran beteiligt war. Die Rückseite des Covers.
So, und dann haben wir die CD an sich. Auch wieder der Löwe hier mit diesen Verzierungen. Gefällt mir richtig gut, dass die CD in schwarz ist. Ich finde das immer eine nette Sache, wenn die CDs nicht klassisch in Silber gehalten sind. Und dann haben wir CD2 mit den Instrumentals. Diese allerdings klassisch gehalten. Irgendwie. So, aber jetzt ging die CD gerade nicht mehr rein. Dann haben wir die Bonus-EP. Ebenfalls wieder der Löwenkopf inklusive Verzierungen. Und wir haben auf dieser Bonus-EP 5 Tracks. Und 5 Instrumentals. Also, es handelt sich bei diesen Tracks um Remix. Also 5 Remix-Tracks und 5-mal die Instrumentals dazu. So sieht das Ganze aus. Ebenfalls wieder der Löwe. Und wie so oft ist die Bonus-EP in einer Papphülle. Hier nochmal die Tracklist. Ist leider echt schwer zu lesen, aber ich hoffe, ihr könnt das halbwegs entziffern. Dann haben wir 3 Sticker. Und zwar haben wir einmal einen runden Sticker, der Löwe, das bekannte Motiv. Dann einen Sticker mit dem M von Manuelsen, das Logo. Und einen Sticker von König im Schatten, König. Dann haben wir hier einen Einleger zur Tour. Hier sind die Tour-Dates der Löwe-Tour mit Animus und Case dabei. Also, check die Dates. Dann haben wir das Poster und das Bandana und das T-Shirt noch. Wir fangen mal an mit dem Poster, das echt wieder gewaltig sein dürfte, wie man es von Manuelsen kennt. Also auch schon bei Gangland war ja unfassbar großes Poster dabei. Ach du Scheiße. Und das ist hier nicht anders. Ui, 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 ui. Gut. Ist die Frage, wie ich euch das jetzt am besten zeigen soll. Wir werden mal kurz schauen. Also, wir haben hier unten die Credits der Löwe und dann haben wir hier oben Manuelsen. So sieht das Ganze aus. Also ein riesen Poster im Hochformat. Und dieses ist einseitig bedruckt, sprich auf der Vorderseite das eben gezeigte und auf der Rückseite glatt weiß. Ja, ich werde mal versuchen, das Ganze wieder irgendwie ein bisschen zu verkleinern, zusammenzulegen. Also, selten so ein großes Poster gesehen. Und dann haben wir noch ein Bandana und ein T-Shirt, also zweimal Textilien noch. Schauen wir uns gleich an. So, das ist einmal das Bandana. So sieht das aus. Also wir haben hier wieder den Löwen samt diesem ganzen Zierrahmen Manuelchen der Löwe hier aufgedruckt. Rückseite glatt schwarz. Und wir haben hier noch die Info darüber, was wir hier genau in der Hand haben. Und zwar haben wir es zu tun mit Myrtle Beach Headgear, Gustav Daiber GmbH, Deutschland, okay. 97% Polyester, 3% Baumwolle, Made in China und hier noch die Waschhinweise. Alles klar. Gut, und dann haben wir auch noch das T-Shirt, welches natürlich dann in Kombination mit dem Bandana perfekt passt, weil natürlich beides in diesem Löwendesign ist. Also, auch auf dem T-Shirt haben wir den Löwen abgebildet,
wie wir ihn bereits kennen. Die Ärmel sind unbeschriftet und Neckprint haben wir ebenfalls keinen. Wir haben es zu tun mit Gildan Heavy Cotton, Größe L, Made in Nicaragua, 100% Baumwolle. Alles klar. Gut, jetzt schauen wir uns mal kurz an, wie das T-Shirt inklusive dem Bandana im Detail aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier mittig den Löwenkopf inklusive dem Schriftzug. Sonst das T-Shirt in schwarz. Und dann hier in Kombination mit dem Bandana. Das Bandana, muss ich ehrlich sagen, sieht etwas komisch aus, gerade von der Faltung her. Erkläre ich euch gleich nochmal, warum das so unglücklich aussieht. Kann man natürlich aber auch, wie immer, auch als Halstuch tragen. So einfach, ohne sich jetzt wirklich das Gesicht zu vermummen. Ist auf jeden Fall eine nette Kombination, weil das sehr, sehr stimmig ist, weil es wirklich exakt dasselbe Motiv und Design hat. So, und jetzt erkläre ich euch nochmal ganz kurz, warum das so komisch ausgesehen hat mit dem Bandana. Weil nämlich das Ganze so bedruckt wurde. Ich bin mir nicht sicher, ob das Absicht war. Aus meiner Sicht ist es ein klarer Fehler. Denn wenn man ein Bandana bedruckt, sollte man das ja immer schräg bedrucken. Weil man ja ein Bandana dann in der Regel diagonal, also sprich so oder eben so faltet. Und da aber hier der Löwe, der Schriftzug und der Löwenkopf waagrecht aufgedruckt wurden, kann man es diagonal nicht falten, weil dann sieht es eben so aus, wie ich es eben gezeigt hatte. Und das ist aus meinen Augen schon ein Problem, weil nämlich, wenn man es so falten möchte, wie es vielleicht eigentlich gedacht ist, dann ist es natürlich zu kurz, weil die Diagonalseite länger ist und man das hinter dem Hals dann zubinden kann. Allerdings so geht sich das nicht aus. Also, wie gesagt, ich denke, das hätte auf jeden Fall diagonal bedruckt werden sollen. Ja, sei es so, ihr werdet eine Möglichkeit finden, das irgendwie zu falten oder zu tragen, dass es auch so stimmig aussieht. Also, wir fassen noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Bandana, dann das T-Shirt in Größe L, die drei Sticker, das Album, die Bonus-EP zum Album, das Album an sich inklusive der Instrumentals und das riesige Poster. So, das alles in dieser wunderbaren Box, der Löwe von Manuelsen. Wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Manuelsen unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.